Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine Fußball-Challenge mit einem Fußballprofi. Stell dich vor. Achso, er hat den mit Bruder, mach weiter, scheiß doch jetzt. Ich bin Dadan Sabanozai. Ich freue mich, dass ich hier bin. Dadan, erzähl mal, wo spielst du aktuell? Ich spiele in der slowenischen ersten Liga beim NS Mura. Das ist ein Traditionsverein. Und welche Position? Zehner. Ich spiele Zehner, links außen, rechts außen, also sehr offensiv orientiert. Also ich würde mal sagen, los geht's, oder? Sagen, bevor du anfängst. Such dir eine Ecke aus, wohin willst du? Vor links unten. Sag rechts oben einfach. Rechts oben, er will es hart haben. Er wird nicht mal halb hoch schießen können. Ich überrasche, Ivo. Geht schon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt ist Dagi dran. Zeig mal, was du drauf hast, Dagi. Ich versuch mein Bestes. Ja. 10 Runden. 10 Meter. Also, jetzt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Schnell, schnell, schnell. Und Dagi, ehrlich, wie ist es? Ich kann nichts mehr. Oder? Kurz ins Bett, aber es ist eine Show. Da, da, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah. Sind die nicht schwindelig? Mir war extrem, ich konnte nicht stehen. Ich bin Schauspieler, aber so ein guter auch nicht. Mit Ansage, ich gehe heute mit keinem Sieg hier raus gegen Dadan. Mit keinem Sieg, meinst du? Fang an? Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kannst du schießen. Schneller, hey, schneller. Es dreht sich alles. Warte kurz, ich muss kurz wieder runterkommen. Alle Scouts, bitte. Unterschreibt mir einen Vertrag. Ein Vertrag für mich. Schnelle Runden, gell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Eine Runde, ja, jetzt kannst du schießen. Bist du deppert, war gekonnt. War gekonnt. Den tut er ein. Easy. So. Der hat mich jetzt unter Druck gesetzt, aber jetzt geht es schon los. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, geht! Ja, der Gleichgewicht ist da! Starkwisser! Punktevergabe. Nur weil ich getroffen habe, kriege ich 3 Punkte. Der erste Platz kriegt 3, der zweite 2, der dritte 1, der Rest 0. Die nächste Challenge ist Freistöße schießen. Ich sag mal so, von 3 machen mindestens 2 rein, das sage ich euch, wie es ist. Ja, geht schon, Ibo. Wie gegen Semrach, Ibrahim? Boah, was ist mein scheiß Gold da drinnen? Ach komm! Eyo, mala mi gente, me gustaría saber de dónde tú pides. Kurz Albaner gewonnen. Achso, ich bin kein Albaner, scheiße. Wie viele Tore gehen rein? Mehr wie bei dir. Was? Mehr wie bei dir. Okay, passt. Schau mal. Da macht mir so eine coole Ansage oder was? Schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht. Das sind doch keine Freistöße. Der ist real. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Wie scheiße bist du denn? Die Sonne hat geblendet, deswegen. Achso. Bei mir war es der Goal und bei ihm war es Sonne. Ach. Ich zähle auf Präzision statt Schusskraft. Mhm.
Wieso, wohin gehst du? Hat er schlau gemacht. Hat er schlau gemacht. Tor, mach mal weg, hat direkt geschossen. Schuss Nummer 1. Zentral. Schuss Nummer 2. Zentral. Schuss Nummer 3. Er lässt sich Zeit. Komplett daneben. Wollen Sie was sagen zu Ihrer Leistung? Kein Kommentar. Hab keine Schuhe. Keine Fußballschuhe. Hammer. Du bist jetzt sehr schlecht auch schon. Oh. Ich lass. Schau mal. Schau mal. Aber Mensch, wie Ball fliegt, das ist anders schießt als wir. Bisschen, du musst springen! Was will er denn? Aber die Schusskraft fliegt. Tor. Ist was ein Schlecht. Hallo, auf jeden Fall, Dadan hat ein Tor. Dagi 1, Ibo 1, das heißt, ich schieße alle einen. Ibo. Sag, wohin soll ich? Rechts oben. Passt, passt. Für Hamad, ne? Für die Fans. Für die Fans rechts oben. Passt schön. Geht, Ibo. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dormann, wirst du. Wahnsinn. Was war das? Nicht mal ernst, was genau. War das? Stark. Wie alt ist er denn? Stark, Dormann. Soll ich noch was dazu sagen? Nein, muss nichts sagen. Ich glaube, das spricht für sich selber. Muss nichts sagen. Auf jeden Fall. Flanken-Challenge. Ich flanke. Einer flankt rein. Drei Flanken. Und wer mehr trifft, direkt aus der Luft, wer mehr trifft, hat gewonnen. Also, wer von drei mehr trifft, hat gewonnen. Wenn die Flanke nicht gut kommt, wird sie wiederholt. Natürlich, dass für alle gleich fair ist. Ich würde sagen, wir fangen an. Ja, Ibo flankt rein. Ich mach die Tore rein, würde ich mal sagen, oder? Ohne viel zu reden. Ohne viel zu reden? Es geht kein Tor rein. Cristiano Ronaldo! Flanke Nummer 2. Die Flanken sind stark. Die Flanken. Ja, stark! Boah, da haut ein Volley rein. Ab! Abo. Sorry. Ein Tor gilt für drei Tore, sag ich mal so. Zeig, was du drauf hast, Dagi. Boah! Mach ihn! Boah, der war aber gut! Boah, so stark! So gut! Hussein! Hussein, zeig's den Hatern jetzt! Hussein. Komm, Junge! Richtig frischer Fallrückzieher ist drin. Mit Ansage. Mit Ansage. Hey, Goli! Der macht das. Okay, was soll das sagen? Er sagt einfach gar nichts. Der ist gut. Auf jeden Fall. Der hat nur Wissan getroffen. Hier, das ist das Battle. Das ist das Battle. Meine Taten sprechen. Mhm. Boah! Ist das? Mach Volley, Junge! Oh, stark! Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut. Jetzt ist Dadan dran. Ja. Wir wissen, hier Dadan am meisten Druck. Weil wir sind alles Amateure. Aber unser Bruder ist Profi. Muss. Oho. Dagi! Dagi! Hey. Bruder! Bruder! Der geht. Dank! Der Tormann ist. Der Tormann ist Schmutz, ist der Tormann! Macht er 3 von 3? Macht er 3 von 3? Er macht 3. Lass uns nicht zu. Auf jeden Fall hat Dadan gewonnen. Ich, Ibo, Wissam machen jetzt jeweils Salt and Death. Wir um den zweiten und dritten Platz spielen. Passt. Oho, der kommt, der kommt! Der war gut, oder? Der kommt. Hei! Beste Eber! Wissan und Ibo müssen einen Sudden Death machen. Um den dritten Platz. Der kommt, Wissan! Der kommt! Oh. Ei! Oh, hier, Ibo.
Was kommt jetzt auf uns zu? Aha, okay, okay. Frage kommt. Oh! Wissen, der kommt, Kopf! Ah. Ach du Sch... Hä? Unglaublich scheiße, Alter. Bist du Depper? Na, ohne, wie kann man so schlecht im Tor stehen einfach? Jetzt kommen wir zur letzten Challenge. Letzte Challenge ist Two-Touch. Da, dann zeigt das mal kurz vor. Wissan wirft den Ball also hoch, also danach viel höher. Da, dann nimmt ihn einen Touch an und Schuss. Hoch. Versuch von Ibo. War schon damit ein bisschen schwieriger, ihr seid schon recht. Bisschen leichter. Ist denn jemand im Knie? Was machst du, Bruder? Geh hier raus. Da. Und zeig, wie es geht. Oh. Annahme? Oh, Schuss? Nicht schlecht, nicht okay, schlecht. War okay. Ja. Boah. Ja! Schon. Schau mal, was Dagi so drauf hat. Schau mal. Der Ex-Fußballprofi. Was hat er gesagt? Schau mal. Weg! Jetzt, der kommt schön, der kommt schön. Boah, jetzt sein Bauch. Der ist viel zu dick da unten. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Hammes! Stark! Kann man nicht machen, schlecht, ja? Nicht schlecht. Komm, zeig, dass du der holländische Kurde bist. Ja. Darfst reingehen, ja. Oh, oh, der ist schön. Ja. Wow. Lass ihn rein, Junge. Oh, bist du. Der spielt mit dir. Schau, wir haben extra schlecht hier. Oh. Aha, ist gut, gut, haben wir gute Timing. Oh! Weil keiner von uns getroffen hat, machen wir jetzt alles sudden death. Jeder nur einen Versuch, bis einer trifft und das war's. Wir stecken große Hoffnung in Wissern rein. Boah. Die sich leider nicht. Stark! Boah! Boah! So, wir sind bei Hamad. Schauen wir mal, was er zeigt. Annahm passt. Leider hat der Boden ihn verraten. Der Boden hat ihn verarscht. Versuch Nummer 3 für Ibo. Und der ist drin. Ja, endlich nach all den Dings. Ja. Oh, da ist er drin. Ein guter Ball kommt, der ist schon drin. Wow! Junge! So, ist gut. Wow. Ja! Ah, nicht schlecht. Ist, bei dieser Challenge ist. Ich habe mich zurückgehalten, aber nur bei dem letzten habe ich ein bisschen ernst gemacht. Nur 1%. Ein Schuss, ein Tor. Ja, ist gut. Der ist stark da dann. Ja. Boah, nicht schlecht. Schöne Annahme. Und Schuss. Tigerschuss. Heute geht Dardan als Sieger aus der Gruppe raus, gratuliere. Also Challenge meine ich. Mit 6 Punkten. Mit 7 Punkten. Ich bin jetzt halt gar nicht so der. Mein Bruder Ibo geht mit 5 Punkten raus, gleich wie ich. Beide jeweils 5. Dagi geht mit 1 Punkt raus. Wissan geht mit 1 Punkt raus. Und mein Bruder geht mit 2 Punkten raus. Lasst ein Like da, kommentiert das Video. Und Wissan hat noch eine Frage für euch. Aber für Dardan. Das kommt zum Schluss. Meine Frage an Dardan lautet: Wer war bis jetzt der stärkste Gegner, gegen den du gespielt hast, Bruder? Also ich habe schon gegen echt ein paar nicht schlechte Namen gespielt. Mhm. Aber der mir jetzt aufgefallen ist, war Adeyemi. Karim Adeyemi? Ja. Von Salzburg, der was zu Dortmund gewechselt ist, ja, genau. Gell?
der war nicht so schlecht. Und vor allem, wo ich gegangen bin, hat er einen richtigen Durchbruch gehabt. Mhm, ja. Also, falls ihr irgendwelche Fragen an Daden habt, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir ein extra Video. Und ob ihr noch ein Challenge gegen Simon? Ja. Und folgt sie gerne auf Insta. Verlinken wir euch unten auf sein Insta. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.